Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BeamGDrive. Ja, wie ihr hier schon seht, gab es einen neuen Patch. Was haben wir da so? Improved Text Refinement auf Normal Maps, Less Noisy und ein paar Sachen sonst. Und gleich, wie ich nur darauf kam, ist... Bam, wir haben einen neuen Level-Auswahlteil, was ziemlich gut aussieht, warum das auch immer auf einer asiatischen Sprache ist. Also ich sag jetzt asiatisch, weil ich nicht weiß, welche Sprache das ist, bevor ich jetzt irgendwie Chinesisch sage und mich alle hassen. Hier haben wir schon Time of Day und Weather, was auch sehr interessant ist, kann man noch nichts klicken. Aber trotzdem mal interessant, Port heißt die Map jetzt auch Industrial Site. Klicken wir mal auf Start, ob sich irgendwas sonst noch verändert hat. Ja, ich habe jetzt übrigens heute den ganz häufig gewünschten, ich zitiere, schwarzen Wagen aus Folge 454. Der ist endlich drin, danke an den Programmer 2000, der richtig freundlich war und glücklicherweise auch noch eine Backup-Version des, Gabriel Marshalls in der Whitebody hatte mit German Commentary IP-Version. Also riesen Dank an dich auf jeden Fall. Und was wir sehen, Alter, sehen die Wagen geil aus. Hier haben sie ja was geändert. Der Wagen sieht ziemlich cool aus. Das ist halb chrommäßig. Also ja, sie haben was an der Texturierung geändert. Wollen wir gucken, jetzt welche Fahrzeuge denn jetzt anders aussehen. Gucken wir mal, die Mitch sieht gleich aus. Aber damit hatte ich eigentlich auch schon gerechnet. Aber soweit ich weiß, sieht der Cargo-Box-Abfit anders aus. Ja, hier, die sind jetzt deutlicher geworden. Und alle Autos sind chrom. Ah, vielleicht weil wir keine... Ah, weil wir... Klar, wir haben keine Farbe ausgewählt, dann werden die Teile chrom. Boah, das ist awesome. Chromfahrzeuge. Ist hier sonst irgendwas Neues? Sieht alles zu viel aus. Hey, Streetlight. Jetzt haben wir schon Straßenlicht. Das kann man auch umfahren. Komm, da probieren wir das mal. Eigentlich wollte ich heute in der Folge noch weiter ein bisschen Dings testen. Wie heißt das? Nehmen wir gleich mal. Nehmen wir die Whiteboard Edition kurz. Nehmen wir mal den normalen Grand Marshal. Eigentlich wollte ich heute die nochmal Wassertests machen. Aber durch das neue Update denke ich mir, ach komm, lassen wir es mal. Fahren wir mal mit 40 dagegen und da passiert noch nicht viel, außer dass die ankippt und das ist ziemlich cool. Unser Wagen ist jetzt ziemlich kaputt. Und die ist angedotzt. Das ist geil. Also, ach so. Ja, da seht ihr das. Da haben die so ein bisschen in den Boden gespawnt, das Teil. Und da ist es sozusagen fest. Hier sehen wir schon, die Muttern sind ein bisschen schon gelöst. Aber das ist cool. Das ist echt geil. Gefällt mir. Haben sie super gemacht. So, jetzt müssen wir nur mal mit 47 km/h gegenfahren. Das ist geil. Gefällt mir, was sie da gemacht haben. Auf jeden Fall. Ziemlich geil. Noch ist sie nicht umgekippt. Kippt sie um? Könnte sein, dass sie umkippt. Bewegt sich auf jeden Fall sehr viel. Böser beschädigter Wagen. Böse beschädigter Wagen. Oh, wir haben noch Zeitlupe. Oh, vielleicht kippt jetzt um. Das wäre natürlich nie sofort erhebt. Das machen wir nochmal dahin. Die Pitch brauchen wir jetzt übrigens nicht mehr. Das dürfte ja dann so in... Wo lang fällt das Teil dann? Stellen wir den mal in die Richtung geneigt, stellen wir ihn mal so hin. In welche Richtung ist der Teil geneigt? Da lang. Bisschen durchgebogen. P. Da haben wir auch die Handbremse an. Und spawn new. Bam. Dann, ja, kommen wir mal ein bisschen stärkeren Wagen. Ich will dich in Chrom. Danke. Es ist geil, dass die Fahrzeuge jetzt Chrom sind. 57 und da wird das Teil umgehauen und knallt auf den und hebt den anderen Wagen sogar hoch, knallt auf den armen Grand Marshal, der eins am Stehung abbekommen hat. Hier sehen wir, oh, sogar Kabel haben sie reingebaut. Wetten, das war B25 mit, habe ich irgendwie so das Gefühl. Das soll jetzt nicht heißen, dass die anderen das nicht können, aber der ist immer so Kabel fasziniert und ja, auf jeden Fall geil. Was ich mal kurz machen will, ist die Lampe, die Laterne. Setzen wir mal um. Oh, ja, da ist es gerade ein bisschen blöd mit dem Kamera gewesen, aber da ist es böse aufgeknallt. Oh, da kippt es um. Nein. Du musst das nochmal über dem Wagen zentrieren. Hätte ich fast konzentrieren gesagt.
Ich hoffe, irgendwo haben wir jetzt Slow Motion aktiviert. Ja. Da. Oh, da haben wir es dabei. Da haben wir es böse dabei. Hey, da sind ein paar. Ich habe eine Achse. Bei wem haben wir es denn eigentlich kaputt gemacht? Bei dem nicht. Alter, die ganzen Teile. Die ganzen Teile. Das Teil ist auseinandergerissen. Warum sind die ganzen Teile kurz disappeared? Die waren kurz alle weg. Alter, das Ding haben wir zerrissen. Und da kommt's runter. Dumm. Einmal nach vorne. Jetzt respawnt natürlich auf der Stelle. Ey. Wann respawnt ihr auf der Stelle? Also ich find's gut, aber eben genau jetzt. Egal. Du gehst mal wieder runter nochmal. Tim. Reloadest dich da. Perfekt, da haben wir da auch was. Nochmal reloaden. Haben wir sonst irgendwas Neues? Metal Box könnte neu sein. Vielleicht ist das Sunburst auch geupdatet worden. So. Machen wir mal dichter. Machen wir mal zu einem Sunburst kurz. Ich weiß nicht, ob irgendwas anderes ist bei dem. Ist er fertig? Ich glaube, der Sunburst ist fertig, Leute. Und er sieht sexy aus. Rar. Außer dass die. Oh, da hat man nicht viel Beinteil. Also man hat verdammt viel Freiheit hinten, aber das Bein ist nicht so schön da. Also man muss sehr hoch die Beine und die Knie anwickeln. Oh, aber der Sunburst ist fertig. Das. Warte, was ich kurz sehen will. Der soll ziemlich geilen Motor haben. Hood. Empty. Ja. Hat er auf jeden Fall sehr gut gemacht. Das sieht schön aus. Das war, glaube ich, B25 Mitchell, also der auch die Mitchell gemacht hat. Machen wir da aber nochmal eine Hood drauf. Welcome to the Hood. Es ist geil, dass die Teile chrom sind. Ich feier das. Dann hatten wir noch die Metal Box. Kannst du nicht fahren? Nö. Ist einfach nur da. Und die Metal Ramp. Ne, die hatten wir auch schon. So, dann wollen wir mal den Sunburst, die Spursty, Bursty nehmen. Die werden einfach morgen den Dings nehmen. Also in den nächsten. Für diese Woche werden wir auf jeden Fall noch. Ach, wisst ihr was? Machen wir hier von. Noch ein Screenshot. So. Sieht aber cool aus. Also diese Woche werden wir auch noch den Dings benutzen. Keine Angst. Den schwarzen, den Gavril Grand Marshal, die Gavril Grand Marshal White Body Edition. Aber es freut mich, dass der Hiroshi Sunburst jetzt fertig. Hiroshi Sunburst ist doch, oder? Ja. Fertig ist. Oh, jetzt haben wir das Problem. No! Why you do this? So. Gut, danke. So, ist auf jeden Fall ziemlich cool. Gefällt mir. Und dann wollen wir den mal kurz ein bisschen Probe fahren. Das ist natürlich die Standardversion. Hier sehen wir meine Super Drift Skills. Und dann wollen wir den mal aber kurz reincrashen. Hier in den D15. Und ich habe irgendwie das Gefühl, die Autos crashen ein bisschen anders. Ein bisschen besser. Vielleicht sieht es aber auch natürlich chrom Teil so aus. Das kann natürlich sein. Wie sehen die eigentlich mit Farben aus? Was ist denn so ein dunkles Blau, muss der Hiroshi? Ohne Farbe sieht geil aus. Wollen wir mal nochmal die All-Wheel Sport DCT nehmen? Die sportlichere Version. Ist die Front anders? Nope, habe ich mir so eingebildet, sorry. Aber freut mich auf jeden Fall. Oh, hier da vorne Link. Licht. Und die Blinker, sind es auch Blinker? Ja, es sind auch Blinker. Das ist geil. Gut, dann wollen wir aber nochmal losfahren. Und so. Mal. Oh, da einmal rüber. Das ist wie die Touristenfahrt an der Nordschleife. Wo die ganzen Leute mit ihren schnellen Autos kommen, mit denen sie eh nicht fahren können. Zumindest viele. Klar, es gibt ja ganz viele, die fahren können, aber es gibt hier nicht wenige, die sich überschätzen.
das sieht richtig geil aus mit dem Chrom. So. Gut, hältst du das unten. Übrigens, es wurde letztens gesagt, dass Tastaturen hauen, also das ein bisschen stört. Das hat zwei Gründe. Also es wird auf jeden Fall, denke ich mal, dieses Jahr behoben. Also erstens werde ich mir bald eine neue Tastatur holen. Diesen oder Ende nächsten Monat. Diesen oder Anfang nächsten Monat. Da wird auf jeden Fall sich viel, also da wird hoffentlich was ändern. Da werde ich dem auf Cherry MX Red mechanische Switches gehen. Ich hoffe, die sind leiser. Vielleicht sind die auch lauter. Ich weiß es nicht. Hier nochmal drauf mit 58. Und ich werde mir auch dieses Jahr, werde ich generell so ein Sound Upgrade machen. Das heißt, neues Headset. Oh, der ist noch beschädigt. Neues Headset, neuer Kopf, neues Headset, ja. Neues Sound, überhaupt eine Soundkarte mal, die nicht onboard ist. Und natürlich auch ein Mikrofon, dann aber so ein richtiges, Dings, na, Großmembraner. Da hatte ich, also ich überlege gerade, Blue Yeti reicht, glaube ich, erstmal. Weil ich gleich so einen, oder vielleicht so ein, ich habe auch, warte Gott, war das, Sennheiser, irgendwas, MK4, MK6, irgendwie so. Das hatte ich auch mal im Blick, aber es hätte die Kosten eben auch mehr, ne? Gucke ich auf jeden Fall mal, wie die Qualität ist. Und ja, da werden wir auf jeden Fall Soundverbesserungen dieses Jahr haben. Natürlich für euch Full HD haben wir schon erreicht. Also ich arbeite da kontinuierlich daran. Wenn ihr noch weitere Vorschläge habt, zum Beispiel zu welchen Spielen, zu welche Spiele ich spielen soll, könnt ihr einfach unten in der Beschreibung auf den Link klicken zum... Aua. Da steht eine Umfrage, Let's Play Umfrage, Quartal 1 2015. Und da könnt ihr jetzt einfach schnell eine Umfrage machen, bei der ihr sozusagen bestimmen könnt, welches Spiel auf dem Kanal sein wird. Da habt ihr so eine kleine Auswahl, dauert nur 2 Minuten höchstens. Eigentlich dauert das könnt ihr in der Minute machen. 1-2 Minuten. Und ihr würdet mir riesig damit helfen. Und je nachdem, wie ihr votet, ihr könnt übrigens noch einmal voten, aber je nachdem, wie ihr abstimmt, ist es so, dass diese Spiele genommen werden. Also, votet für euer Spiel dort und dann werde ich es auf dem Kanal zeigen. Ja, gut, auf jeden Fall. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es euch gefallen hat. Was sagt ihr denn so zu den Update-Neuerungen? Und, ja. Auf jeden Fall geil, dass die Wagen jetzt chrom sein können. Konnten sie davor auch, aber das war, glaube ich, kompliziert. Und die sehen geil aus. Und ich mag den fertigen Sunburst. Ja, also wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es euch gefallen hat. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer GCG.